Hier ist wieder der Testmensch von YouTube und heute stelle ich mal den neuen TurboSpoke Version 2.0 vor. Den gibt es leider derzeit mit Stand Mitte Juli 2016 noch nicht in Deutschland zu kaufen. Ich habe mir für euch extra aus der UK schicken lassen. Vor gut 3 Jahren habe ich euch damals die Version 1.0 mal vorgestellt. Ja, und hier mal ein kleiner Vergleich. Links die alte und rechts die Version 2.0, also die ich euch heute mal vorstelle. Was hat sich großartig geändert? Also der Auspuff ist von der Form her gleich geblieben. Bei der alten Version gab es noch so ein Endstück. Das seht ihr ganz links, das kleine. Das konnte man mit drauf machen. Ist bei der neuen ganz weggefallen. Die alte wurde dann noch mittels Schrauben montiert. Und bei der neuen verwendet ihr halt dann Kabelbinder. Ja, die Soundplättchen, also diese Karten, die sehen auch ein bisschen anders aus und es gibt noch ein paar andere Aufkleber. Und hier mal die Verpackung vom TurboSpoke 2.0 in Pfund, weil den habe ich aus England bestellt, in Deutschland noch nicht erhältlich. Das hier könnt ihr aufklappen, dann seht ihr hier schon mal den Auspuff plus hier oben noch so ein paar bunte Bildchen, so Aufkleber, die man hier drauf machen kann. Rückseite, weniger aufregend, schaut dann so aus. Und dann wollen wir die nochmal auspacken. Und das war Schönes in der Verpackung drin gewesen. Wir haben hier einmal coole Aufkleber. Die könnt ihr nachher auf den Auspuff draufkleben. Dann natürlich der Auspuff selber. Aber das ist okay. Da gibt es jetzt gar nichts zu bemängeln. Dann haben wir hier so eine kleine Gummimatte, die kommt nachher um das Fahrrad rum, damit dieses, wenn der Auspuff daran befestigt wird, nicht zerkratzt. Ja, das kommt nachher ans Fahrrad plus der Auspuff ran. Hier kommen die Karten durch. Dann habt ihr hier nochmal so ein Locksystem, damit die Karten nicht rausfallen. Apropos Karten, 3 Stück gibt es. Unterschiedliche Farben, unterschiedliche Bezeichnungen. 125, 250, 500. Und hier seht ihr dann auch mal Power Level 1, 2 und dann das lauteste, die 3. Eine Aufbauanleitung gibt es auch. Ja, und dann noch Befestigungsmaterial, noch ein kleines Zubehörteil. Ja, als erstes machen wir das Ganze mal hier kurz ein bisschen sauber, weil hier soll nachher der Auspuff dran. Und wenn ihr das sauber gemacht habt, dann lasst ihr das noch kurz trocknen. Ja, jetzt kann man schon mal anhalten, wo man den Auspuff nachher dran haben will. Ich zeige das mal gerade. Seht ihr? Also die Länge. Ich denke mal, so ist es okay. Und dann holt ihr euch hier dieses Gummipad. Und das kommt nachher hier so drum, damit ihr euer Fahrrad nicht beschädigt. Statt das Gummipad zu nehmen, könnte man sich auch im Bauhaus hier so eine Polsterung kaufen und die kann man auch prima anbringen. Ja, das Teil lag hier mit dabei, das ist so ein bisschen keilförmig, seht ihr? Ich denke mal, das ist dafür gedacht, um als Ausgleich zu dienen. Das könnt ihr nämlich hier so reinmachen, seht ihr? Um das vielleicht nachher besser am Rahmen befestigen zu können. Jetzt haben wir die beiden Kabelbinder und die kann man jetzt schon mal hier drum machen, einmal und dann die Nummer, ups, das ist ausgegangen, die Nummer 2. Ja, jetzt wird das hier dort reingedrückt. Ich zeige das mal gerade, bis es richtig hier drin ist. So, zack. Jetzt ist es richtig drin. Man sollte aber dann vorher, hier ist hier der Kabelbinder, den schon hier drüber machen. Das Teil kommt jetzt dann wieder da drauf. Und hier kommt dann der Kabelbinder nochmal drüber. Und das wird dann einfach hier, seht ihr, dann dort
gezogen. Gerade nochmal vom Nahen, also einfach drüber machen. Achtet darauf, dass die nach unten zeigen, dann könnt ihr euch auch dann nicht daran verletzen. So, das Ganze wird dann einfach nur noch hier abgeschnitten. Mal gerade gucken, haben wir ihn richtig fest? Ja, da geht noch was. Jetzt ist er richtig fest. Einmal hier gecuttet. Zack. Und ja, hier richtig festgezogen. Und dann da gecuttet. Ja, jetzt nimmt man sich eine der drei Karten. Nehmen wir mal die leiseste, die 125er. Und die wird jetzt einfach, seht ihr, hier reingeschoben. Gucken, dass das Ganze gerade ist. Am besten macht er das mit zwei Händen. Einmal hier festhalten. Oh, das ist jetzt ganz schön strack. Und einmal dann hier durchschieben. So. Und hier habt ihr dann quasi so eine Verriegelung, dass die Karte nicht rausfällt, was sie sowieso nicht machen würde, weil die halt schon sehr straff da jetzt drin sitzt. Ja, dann zeige ich mal den Sound von der 125er. Hier mal die 250er, mache ich die mal rein. Und dann haben wir noch die 500er, machen wir die mal rein. Ja, wie schon bei der Vorgängerversion, die Karten halten nicht allzu lange. Ich habe jetzt ein paar Mal gedreht und schaut mal hier, da sind schon die ersten, ja, ich sag mal, Verschleißerscheinungen. Auf der Rückseite weniger, aber dann hier, wo nachher die Speichen drüber rattern. Und wie die lang jetzt halten, kann ich nicht sagen. Man kann es aber einfach nachbauen. Habe ich mal ein Video zugemacht. Schaut da jetzt mal oben rechts. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist auch so Eispackungen. Und die waren auch gar nicht mal so verkehrt gewesen.
Jo, jetzt habe ich euch den Turbo Spoke Auspuff Version 2. Das kriege ich gar keine Null hier hin. Null? Auch mal kurz vorgestellt, Popping aus der Atem. Puh. So ein bisschen Bergfahren in so einem Kostüm. Kommt hier auch keiner. Sonst weisen die mich direkt wieder in den Zoo an. Auch mal kurz vorgestellt. Abschließend lässt sich sagen, also der ist ja von der Wahrheit her genauso wie der erste. Ihr habt ein paar Aufkleber mehr. Dann habt ihr hinten die Blende, die ist nicht mehr vorhanden. Anderes Befestigungssystem, keine Schrauben. Jetzt habt ihr Kabelbinder. Ja, im Großen und Ganzen hat sich jetzt nicht allzu viel getan. Ob der einen anderen Sound hat, kann ich nicht sagen. Den ersten habe ich nicht mehr. Aber wer an sowas Interesse hat, der kann dann mal schauen, ob er sich den ersten oder den zweiten holt. Wie gesagt, den zweiten gibt es mit Stand Mitte Juni, ne, Juli 2016 halt noch nicht in Deutschland. Jo, das war wieder der Death Mischel von YouTube. Und dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Video. Boah, bin ich am Schwitzen. Drecks scheiß Berg. Oh, ich bin zu alt für sowas. Das Kostüm, was ich in dem Video eben getragen habe, das habe ich auch mal in einem Video vorgestellt von 2014. Und damit kann man prima kleine Kinder erschrecken. Oben rechts könnt ihr gleich mal gucken, da ist der Link. Klickt da drauf, dann kommt ihr direkt zu dem Video. Und das hier ist quasi das Intro damals gewesen.